Hallo, Patrioten on Tour. Zunächst mal ganz herzlichen Dank für euer Interesse an meinem letzten Video. Das habt ihr ja ganz ordentlich geklickt. Das war Heinz und die Teppichmesser-Affäre. Das hat mich ein bisschen animiert, vielleicht nochmal ein kleines Video zu machen. Und wir waren ja gestern in Wollertingen bei AfD, alternativ bleiben, wo die vom Parteiausschluss bedrohten attraktiven Mitglieder der AfD ihre Sache darstellen konnten. Und da habe ich mir gedacht, ganz arg verwandt, ganz mit dieser Sache verwandt ist eigentlich das, was ich referieren wollte. Und zwar mit diesem Titelbild. Ohne Wahrheit, ohne Meinungsfreiheit keine Wahrheit. Wie so oft im Leben ist auch hier das Kleingedruckte das Wichtigste. Da steht, gilt jedenfalls für alle Informationen, die der Menschheit nützen können, ihrer herrschenden Klasse aber nicht. Für unsere internationalen Zuschauer dasselbe nochmal in Englisch. Valid for all information that benefit mankind, but not ruling class. Aus Berlin. Habt ihr ja schon mitbekommen, ich hole gerne ein bisschen weiter aus. Und so auch jetzt hier, der vielleicht größte und beste Biologe unserer Zeit, Richard Dawkins, hat ja ein Buch geschrieben, Das egoistische Gen. Und darin legt er dar, dass in unserer Zeit heute die Meme, die Erscheinung, die Oberfläche unseres Planeten stärker verändern als die Gene. Seit 3,5 Milliarden Jahren haben ja die Gene die Erscheinung unseres Planeten geprägt. Und heute nun sind die Meme, also das, was die Menschen in den Kopf, im Kopf haben, entscheidender geworden. Und Meme können ja von einem Kopf zum anderen wandern, können sich multiplizieren, ganz ähnlich wie die Gene, und haben heute eben die größte Bedeutung erhalten. Und da habe ich mir gedacht, na, dann teile ich doch erstmal die Meme ein in Wahrheit und Unwahrheit. Wobei die Unwahrheit noch zu unterteilen wäre in Irrtum, also wo man sich selber täuscht, und in Lüge. Da will man jemand anders täuschen. Ja, hier habe ich jetzt das Ganze nochmal ein bisschen feiner aufgebröselt. Die Lüge wiederum kann man sozusagen in alles, was in alle Lügen, die es so gibt, im privaten Interesse unterteilen und solche, die ein gesellschaftliches Interesse widerspiegeln. Ne? Also ein spezielles Interesse, nämlich im Interesse der Vorteilsnehmer der Gesellschaft verbreitete Lügen oder Verklärung der Realität. Dem steht dann auf der Seite der Wahrheit gegenüber die Aufklärung. Das wiederum ist praktisch die im Interesse der Arbeitenden zu gewinnende oder zu verbreitenden Erkenntnisse. Man könnte genauso gut hier auch schreiben, ohne Meinungsfreiheit keine Aufklärung. Dann könnte man sich das Kleingedruckte sparen, aber ohne Meinungsfreiheit keine Wahrheit ist natürlich die knalligere Parole, die ich deswegen auch gewählt habe. Und weiter geht's. Ich habe hier mal die Wasserscheide von Lüge und Wahrheit, von diesen gegensätzlichen gesellschaftlichen Kräften aufgemalt. Das ist die Meinungsfreiheit. Da steht jetzt rechts, Zensur schützt Dogma. Das war zum Beispiel im Mittelalter so, dass die Bischöfe sich natürlich geweigert haben, durch das Fernrohr zu blicken. Haben also praktisch das Fernrohr zensiert, weil der Blick dazu natürlich ihre Ideologie zum Einsturz gebracht hätte. Und auf der Seite der Wahrheit
der Aufklärung. Da steht jetzt hier, Freiheit schafft Wahrheit. Das jedenfalls ist auch genau die Haltung und die Meinung der französischen Aufklärer, die davon ausgingen, dass die Meinungsfreiheit überhaupt erst die Voraussetzung ist dafür, dass die Wahrheit sich durchsetzen kann. Hier habe ich jetzt auch nochmal ein bisschen, um die ganze Sache ein bisschen anschaulicher zu machen, aufgeführt, wie denn die verschiedenen Potentaten so zu erkennen sind. Da wäre bei den Trägern der Ideologie so der Gegensatz gute Meinung, böse Meinung. Die Gutmenschen, die haben meistens eine ganz, ganz eigene Meinung. Davon sind sie felsenfest überzeugt. Und die reagieren normalerweise äußerst gereizt, wenn jemand auf der Wahrheit und Überprüfbarkeit einer Aussage besteht. Während auf der anderen Seite die Aufgeklärten, die haben bewusst, die tragen bewusst den Gegensatz Ideologie versus Aufklärung in sich und sind normalerweise durchaus in der Lage anzugeben, woher sie das haben, was sie denken. Und sind normalerweise viel zu gutmütig mit den Trägern der Ideologie. Und hier kommen wir jetzt praktisch schon zu dem Bild, wo die Verbindung mit der gestrigen AfD-Veranstaltung zum Tragen kommt. So könnte man sich sozusagen die Menge aller Meme der Ideologie und der Aufklärung vorstellen im Zustand, wie wir ihn jetzt haben. Also jetzt ist ja im Gegensatz zu vor 10 Jahren, wo eigentlich nur die Ideologie verbreitet wurde, nur die Massenmedien präsent waren und noch keine Opposition wirklich sichtbar war, ist es jetzt so, dass eine Opposition schon sichtbar ist und auch in allen Parlamenten angekommen ist. Die ist aber noch sehr schwach, auch inhaltlich sehr schwach. Die hat also einen kleinen Teil der Aufklärung geleistet und einen kleinen Teil der Ideologie enttarnt und entlarvt. Wobei in dieser Opposition natürlich auch es Vertreter gibt, die schon fortgeschrittener sind. Und deswegen der am Widerstand interessierten Bevölkerung auch sympathischer sind. Wenn aber jetzt die so ein bisschen geleistet haben, schon ganz bequeme und gut bezahlte Parlamentssessel haben, dann sind natürlich die attraktiveren deren Konkurrenten. Und das sehen wir jetzt gerade in der AfD, dass die Vorstände auf Bundesebene, auf Landesebene äußerst verdiente Personen mit einem Ausschlussverfahren bedenken. Ja, ich habe jetzt hier nochmal das klassische Rechts-Links-Schema dargestellt, so wie es aus den mittelalterlichen Ständeversammlungen hervorging. Da hätten wir auf der rechten Seite Adel und Klerus. Links haben wir das Bürgertum, rechts steht das Mittelalter, links die Neuzeit, rechts steht die Religion, links die Aufklärung, rechts die Überlieferung und links die Vernunft. Die habe ich mal rot umrahmt, weil es ist sicherlich der wichtigste Wert auf der Seite des Bürgertums auf der Seite der Aufklärung. Dann haben wir wieder rechts die Gewohnheit versus links dem Geist. Rechts steht Hierarchie und Unterordnung und rechts, vielleicht der Menschheit sympathischste Wert, die Freiheit. Rechts stehen die Stände, links steht die Gleichheit.
Und bei der nächsten Kategorie haben wir rechts einfach Fehlanzeige, da wird nie irgendetwas benannt, während auf der linken Seite haben wir das größte Glück der größten Zahl oder das größte Glück des größten Prozentsatzes, was das Ziel von allem Streben sein soll. Und weiter haben wir rechts die Hypostasierung irrationaler Kollektive oder wem diese Fremdwortanballung etwas unsympathisch ist, ganz einfach Hitlers Ausspruch: Du bist nichts, dein Volk ist alles. Und links haben wir den Gesellschaftsvertrag. Also als Ergebnis der Vernunftanwendung, als Ergebnis der disziplinierten Sprache sozusagen, haben wir den Gesellschaftsvertrag, was auch wieder nur ein anderer Begriff ist für Demokratie. Und weiter steht rechts die Heteronomie, also Fremdgesetzlichkeit, und links die Identität. Identität kann man sich klar machen, das ist nichts anderes als die Gesamtheit unserer Wünsche. Das bildet die Person, das ist die Gesamtheit unserer Wünsche, deren Erfüllung das Ziel allen vernünftigen Strebens sein sollte. Ja, und wie ist das denn heute? Das ist ja jetzt praktisch das Schema, was so mal über den Daumen vom 16., 17. Jahrhundert bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts völlig unumstritten gültig war, eigentlich auch bis in die 70er Jahre so völlig unumstritten war. Wie sieht das jetzt heute aus? Wir haben schließlich kein Adel und Klerus mehr als die herrschende Klasse. Heute steht natürlich an dieser Stelle stehen die 400 Familien, also diejenigen, die die internationalen orientierten Konzerne besitzen. Und anstelle des Bürgertums die andere Interessenseite, das sind im Grunde genommen alle, die arbeiten, alle, die die goldenen Eier für die anderen erstmal legen müssen. Anstelle des Mittelalters, was uns bevorsteht, das ist schlicht und ergreifend dann das technisierte Mittelalter, also ein Rückschritt wieder ins Mittelalter. Und wie man die Neuzeit in Zukunft, falls wir Glück haben sollten, und die Geschicke der Menschheit sich doch noch zum Besseren wenden sollten, wie man die Zeit dann nennt, das, denke ich, kann man dann ruhig auch späteren Generationen überlassen. Anstelle der Religion haben wir heute natürlich im Wesentlichen Glotze und Mainstream-Medien. Aber die Religion ist immer noch wichtig. Sie bildet sozusagen eine Art Basisneurotisierung, auf die die anderen Medien dann aufbauen können. Aufklärung ist nach wie vor das Gebot der Stunde und muss natürlich jetzt auf das moderne Niveau gehoben werden. In der Zwischenzeit sind ja sehr, sehr viele Erkenntnisse dazugekommen und die zu verbreiten ist die Aufgabe aller, die sich um die Zukunft der Menschheit kümmern wollen. Um nochmal zurück zur Religion, heute eben mit Glotze und Mainstream, kann man sagen, der Oberbegriff ist einfach Suggestion. Soweit das. Ja, und das nochmal als letztes Schaubild. So kann man sich sozusagen, das ist sozusagen ein Grün-Rot- oder Rechts-Links-Schema des Inhalts der Frontallappen unserer Politiker. Da hätten wir bei den Polit-Zombies praktisch nur Ideologie. Und das geht fließend über die Opposition bis zu den Aufklärern, die dann immer mehr für die Wahrheit stehen. Da bleibt die Frage, wie kommen wir denn hier an dieses orange obere Ende? Und da ist mein Vorschlag. Wir sollten uns regelmäßig treffen und in einen geordneten Informationsaustausch beginnen,
mit dem Ziel, nicht mehr ununterbrochen und schutzlos der Ideologie ausgesetzt zu sein, sondern durch horizontale Kommunikation die Aufklärung wieder aufgreifen. Das halte ich für einen guten Ansatz. Soweit für heute. Vielen Dank fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal.